Hallo YouTube. Hallo Richie. Da sind wir wieder. Hallo Welt, hallo Sarah. Ja, ich bin immer noch tot, aber ich spawne jetzt mal bei dir. Wir müssen aber, glaube ich, unseren Müll dann noch holen, oder? Ich habe keine Ahnung. Muss man hier Müll einsammeln? Ja, wenn man gestorben ist, dann hinterlässt man doch seine Sachen da. Ah, okay. Ja, dann sind das meine Sachen. Okay. Ich dachte, das wäre das, was ich. Abgeschmissen hätte, aber nein, okay. Ich bin wieder so gut wie voll. Aha. Ja, also ich hole die Sachen. Was hältst du davon, wenn wir wirklich nach oben gehen dann? Ja, hol mal die Sachen. Ich gehe schon mal nach oben. Schleichenderweise. Hier hat der Ghoul aus der letzten Folge so ein bisschen Blut dagelassen. Also wir haben ihn angekratzt. Und wenn es bluten kann, kann man es töten. Ja, aber wir haben ihn wirklich nur etwas angekratzt. Ja, vielleicht finden wir oben irgendetwas, um unsere Rüstung zu verbessern. Fernglas, Kaffeetasse, plus Klemmbett. Lederrüstung. Wo? Blutpaket. Da kann man sich ein Stimpack draus basteln. Ranger-Outfit, ein schmutziges. Oh, die sind was wert. Echt? Ich Dann glaube, das ist 200 wert. packst du ein. Ich habe Aber keins. sonst ist hier nichts. Wenn du in die Gegend guckst, dann kannst du das Gebiet ausspähen. Ach so. Ähnlich wie bei State of Decay. Ah, ist das schön. Oh, guck mal, da vorne ist ein leuchtendes Loch. Sollen wir da mal gucken? Da waren wir doch schon. Ach ja, richtig. Oh, guck mal, da hinten ist eine Atombombe runtergekommen. Sollen wir da mal Nee, gucken? danke. Oh. Guck mal, da unten ist der Leuchtende. Sollen wir den mal weiter ankratzen? Den haben wir ja gar nichts angekratzt, Richie. Tatsächlich, Nicht der hat mal überhaupt gar keinen Millimeter. Schaden genommen. Also, den können wir knicken. Nee, wir lassen. Also, wenn du möchtest, bin ich dabei. Nee, nee, Kann man nee. hier runterrutschen, so an der Seilbahn hier? Nee. Ja, in seine Arme vielleicht. Du meinst wieder Far Cry, nee. Also, ich würde ja ganz gerne mal versuchen, den Kopf zu treffen. Ja, versuch mal. In den Kopf, im Schleichen, also doppelter Schaden und. Richie, sollen wir hier uns nicht barrikadieren? Verbarrikadieren wir uns hier. Oh doch, wenn er da unten bleiben würde und wir im Schleichen doppelten Schaden machen könnten, dann Bleibt er da kommt unten? der hoch? Nein, der kommt hoch. Oh, Richie. Ja, das haben wir jetzt davon. Hast du Psycho? Vorsicht! Ja, ich merke schon. Ich bin tot. Ah, nein! Lass mich! Ich bin schon Dumme, verstrahlt! dumme, 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 dumme Idee. Hier, ich helfe dir! Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Kanonenlauf. Ah, lass mich! Lass mich! So, lass mich doch! Ich bin ausgewichen. Ich kann ausweichen. Ich habe so ein cooles Mannequin, das ausweichen kann. Aber ich weiß nicht, der ist irgendwie weg. Ah! Ich bin tot. Okay, Ich habe sogar einen Totenkopf bei mir. hier ist Bali. Was wir machen könnten, ist oben ein Lager bauen. Können wir wenigstens Geschütztürme hinbauen. Meinst du, Was das denkst juckt den? du? Ich weiß es nicht. Raketen. Ist der immer noch da oben? Bestimmt. Der bewacht Ja. unsere Sachen. Ich möchte meine Sachen aber wieder haben. Ah, Richie, warte, wenn er runterkommt. Wenn er weg ist, dann gehen wir hoch. Versteck dich. Er kommt runter. Ich schieße ihn im Rübe weg. Vielleicht haben wir hier mehr Glück in. Oh, den machen wir fertig. Komm, schaffen wir. Beide aus der Hocke.
Oh, warum rennt er so schnell? Rennt hinter mir, Richie. Oh, hoppla. Ah, Hilfe! Soll ihm nicht ein Bein abschießen? Das wäre ziemlich vorteilhaft. Ja, ich bin tot. Und ich muss laden. Ich bin sofort richtig tot. Ich auch. Ich slide sogar durch die Welt. Jetzt sind meine ganzen Sachen weg, oder? Ja, die müssen da oben noch sein. Ah ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich mache ihn jetzt fertig. Das lasse ich mir nicht gefallen von ihm. Daneben. Kann man nicht ein Bein abschießen oder so? Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Oder hat dich gleich. Ich hab ihn gleich. Ja, gleich haben wir ihn. 2, 3 Schüsse. Ich bin tot. Und ich muss laden, verdammt. Ja, ich hab ihn. Kann ich dich retten? Wo haust du hin ab? Du warst auf einmal ganz schnell auf der Karte. Nein, nein, ich bin sofort richtig tot. Okay, ich habe alles eben gelootet. Da war noch was drin, können wir gleich zusammen schauen. Ich gehe mal nach oben, ob unsere Sachen da sind. Dieser Lump. Plasma-Granate. Irgendwas hat er mit M da. Ich habe einfach zu schnell gedrückt, jetzt konnte ich es nicht lesen. Ich habe auch alles mitgenommen, was er hat. Ja, gratuliere zum ersten leuchtenden Ghoul, Stufe 44. Ich glaube, ich bin leicht verstrahlt. Was haben wir denn eingesammelt? Oh, ich habe da eine 44 und 44er Revolver drin gehabt. Sowas. Ansonsten, ja, viel Loot-Zeug, aber... Ach, überladen bin ich gar nicht. Wie kommt das denn? Irgendwas mit M, da war doch was. Eine Notiz. Morschatzkarte. Ah, das habe ich nicht gesehen. Eins. Ja, ich und Schatzkarten, danke. Oh, halt aber ich... irgendwie eine Hütte, Atomkraftwerk. Okay. Halte ich lieber fern von mir. Wieso? Ist ansteckend? Ich habe Glühpusteln. Strahlungsausströmung durch Wunden. Aber ich habe auch Vogelknochen. Was hab ich? Effekte. Glühpusteln. Was bringt uns das? Nicht viel, oder? Nicht so wie die anderen, dass man da schön... Oh, natürlich. Die Glühpusteln sind noch da, die Vogelknochen sind weg. Also Vogelknochen hätten mir verringerten Fallschaden und Beweglichkeit +3 oder +4 gebracht. Ja, habe ich jetzt mich aber drum gebracht, leider. Mit Heilmittel kann man das heilen? Jep. Obwohl, die Glühpusteln, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ich bin geheilt. Boah, ich habe erstmal Hunger. Wo hast denn du die Ranger-Dingens? Die könntest du ja rausnehmen und mir auf den Boden werfen. Ich nehme die gerne mit. Ah, stimmt. Gute Idee. Nein, ablegen. Wenn ich bin nackt. So, ich hab's hier hingeschmissen. Mhm, dankeschön. Hast du hingeschmissen?
Oh, bin ich verstrahlt. Das sehe ich jetzt erst. Aber sowas von verstrahlt. Danke. Hast du Right Away? Ja, habe ich. Oh, gut. Ja, dann gehen wir schnell weiter nach Morgentown, oder? Ja. So. Ich komme, bist schon runter? Ja, ich warte. Gesprungen. Nee, jetzt. Letzte Etappe. Gut. Eigentlich könnten wir ja dann hier reinschauen, wenn wir den schon erledigt haben. Meinst du, das war der einzige? Leuchtender, ja. Ich weiß, da ist noch ein Ghoul drin. Ich meine, so aus den Augenwinkeln hätte ich mal was gesehen. Käfige, zumindest eine leuchtende Kakerlake. Ghoul! Ich ghoule. Ich habe einen Ghoul hier, meine ich. Ja. Wo bist denn du? Bin hier drinnen. Der Ghoul kommt. Ich habe einen Popo geschossen. Hat nichts Golf. Schade. Kronkorken. Gemüsestärke. All die Käfige, ob da überall Ghule drin waren? Oh, 10 mm. Hm, gepolstert und lackiert. Metallrüstung. Naja, könnten wir auseinandernehmen. Kettensäge. Wow. Als wir Waffe? Können's. Gute Frage, nächste Frage. Biber! Die hatten einen Biber hier drin. Biberzähne und Holzreste hat er drin. Ah, ich habe Waffen eine Waffe, Rückstoß, automatische Plasma. Für Stufe 35, okay. Ah, Kettensäge, Stufe 20, ja. Schaden 1. Wir brauchen eine Bank. Werkbank. Das sowieso. Ich muss mal in andere. Okay. Hast du ihn getroffen? Ja, zwei. Zwei weniger. Wo? Ach, da. Ja. Er hat Rennweh gehabt. Oh, gut. Leere Cola-Flaschen. Das ist nur ein Tourist. Ah, hier ein Heft. Schlosszuhaltungen heute. 3. Aha. Oh ja, die kann man sammeln. Open and lock in 5 seconds flat. Okay. Hier hinten haben sie die Folterkammer. Warte, ich komme gleich. Oh je. Noch mehr Biber. Was haben die hier für Experimente gemacht mit den armen Bibern? Guckst du nach den Mets, weil du ja mehr rausholen kannst? Ach ja, stimmt ja. Ich vergesse das immer. Danke. Ja. Gerne. Oh, bei mir ist sowieso. Bei mir ist ein anderes Dings drin. Hm. Inhalt. Mentitz. P-Tablett. Oh, Hundefutter. Ja. Zähnisch flüssig Stickstoff. Ach, den nehme ich jetzt nicht mit. Bin sowas von überladen. Vorsicht! Ach so, du warst das. Schreck mich doch nicht. Ich dachte, die Tür ging plötzlich auf. Ich dachte, irgendwas kommt da rein. Sollen wir lesen? Wo? Ranger Ross Terminal. Ah ja. Du liest. Nachricht von Ranger Simmons. Warte, ich bin... So.
Ich bleibe auf meiner... Ja, okay, sorry. Nationalparkdienste, kein Problem. Ich bleibe auf meiner Seite des Büros, wenn du auf deiner bleibst. Ich weiß, dass du Knabberzeug aus meiner Schublade gestohlen hast. Wir sind nur zu zweit im Büro, Ross. Ja, das fällt auf. Könnte aber auch der Biber gewesen sein. Mhm. Ich leide an Glühpusteln. Ranger Rosses Berichte. Der Aussichtsturm ist Picobello. Ranger Simmons Berichte über Unsauberkeit sind ganz klar ein Versuch, meinen Ruf zu unterminieren. Unterminieren heißt das. Unterminieren. Zu unterminieren, oder? Mhm. Ja. Der Biberstand hat aufgrund der grassierenden Wilderei enorm gelitten. Erst letzte Woche habe ich 2 Wilderer gefasst. Ranger Simmons hat sie laufen lassen, da sie angeblich Jagdscheine beantragt, aber noch nicht erhalten hatten. Die Entscheidung liegt nicht bei dir, Simmons. Bearbeitet unterschreibt die Scheine, Ross. Ranger Simmons. Bearbeitet? Nein, Ranger Ross. Okay, ja, die beiden Streithähne hier scheinbar. Okay, und ich habe beim Vorbeigehen auf dem Tresor einen Hologramm gesehen. War dann Tresor? Nicht Tresor, Treason. 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 Der Treason. Auf 3? Ja. Ich will nicht mit dir handeln. Bitte, warte, ich muss rumkommen. So, jetzt aber. Kannst du nehmen jetzt? Nein, ich kann mit dir handeln. Nein, jetzt, dann komm. Jetzt kann ich nehmen. Okay. 1, 2, 3. Ross, wenn du diese Genehmigung nicht unterschreibst, werde ich keine Ahnung, was ich dann mache, aber es wird dir nicht gefallen. Die Biberpopulation steht kurz vor dem Einbruch. Wovon redest du? Erst letzte Woche ist eine ganze Biberfamilie in unsere Büros eingefallen. Die sind außer Kontrolle. Das liegt nur an deiner ständigen, fahrlässigen Missachtung ihres Habitats, durch die sie verdrängt wurden. Du hättest diese Campingausstellung nie bewilligen dürfen. Du weißt doch, dass diese Pfadfinderpioniere totale Vollidioten sind. Naja, wer im Glashaus sitzt. Und diese Jungen, ich will gar nicht daran denken, wie rücksichtslos und grausam diese kleinen Psychopathen in Ausbildung sind. Das ist nicht fair. Jagen und Fallenstellen sind wichtige Dinge, die jeder Junge lernen sollte. Sie verschlingen 4 Gänge Fertigmenüs, die ihre Roboter-Nannies aus nuklearen Mikrowellen ziehen. Und dann schreiben einfach die verdammten Genehmigungen, Ross. Nein. Moment. Nimmst du das auf? Möglich. Verdammt! Gib das her! Okay. Ja, die beiden Streithähne. Ich glaube, wir werden in der nächsten Folge hier die Ranger-Station weiter durchsuchen müssen, da das ja doch ein bisschen mehr ist, als ich dachte. Und nach Morgentown natürlich. Ja. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.